auch wenn Sie die nicht diskutieren möchten, wird ja diskutiert werden. Was ist Ihre Antwort an Herrn Resnikow, wenn er heute ankommt und sagt, die Ukraine möchte Kampfjets haben? Und ich kann Ihnen heute Morgen gewissermaßen ganz druckfrisch mitteilen, dass die Verträge unterschrieben sind mit den Herstellern der Munition für den Gepard in Deutschland. Das heißt, wir werden jetzt unverzüglich wieder eigene Produktion aufnehmen bei Rheinmetall für Gepard-Munition. Die wird unverzüglich anlaufen. Ich bin sehr froh darüber, dass das gelungen ist, weil das die Unabhängigkeit und die schnellere Belieferung noch einmal besser sicherstellt. Das ist gerade für die Flugabwehr durch den Gepard in der Ukraine von zentraler Bedeutung, weil so alt wie er ist, er leistet herausragende Dienste, gerade bei der Drohnenabwehr. Sehen Sie in den nächsten Wochen oder den Zeitraum können Sie selber sagen, den Punkt, wo der Ukraine die Munition ausgeht? Darüber sind die Experten sich nicht ganz einig, aber wir reden nicht über Wochen, sondern eher über Monate. Aber das bewegt sich irgendwo dazwischen. Und deswegen ist jetzt entscheidend, dass wir Fahrt aufnehmen. Unsere Unterzeichnung des Vertrages zur Gepard-Munition ist ein erster wichtiger Schritt. Die Rüstungsindustrie kann ich nur herzlich bitten, schnellstmöglich jetzt alle Kapazitäten maximal hochzufahren. Die Gängerin hatte der Ukraine zwei weitere IRIS-T-Systeme in Aussicht gestellt. Wann werden diese voraussichtlich geliefert? Wir erleben heute, dass die Offensive der Russen zunehmen. Russland will die Initiative zurückgewinnen im Donbass. Und darauf reagieren wir mit unserem Paket, Fähigkeitspaket, gepanzerte Kräfte. Ich will das nicht in aller Ausführlichkeit ausführen. Es gehört aber weiter dazu, die Luftverteidigung zu stärken. Und das Frühlingspaket ist auf dem Weg, genauso wie der Instandsetzungshub in der Slowakei seine Arbeit aufgenommen hat. Druck gemacht haben, Leopard zu liefern und jetzt irgendwie Probleme haben, die quasi zu liefern. Ich glaube, dass alle verstanden haben, dass die Frage der Luftverteidigung und die Frage der Munitionsnachbeschaffung viel wichtiger sind im Augenblick als die Diskussion über Kampfjets, bei denen alle wissen, dass die Ausbildung allein zum Fliegen schon mehrere Monate dauert, geschweige denn die Vermittlung der Fähigkeiten, die es braucht, um die Waffensysteme dann auch zum Einsatz zu bringen. Also bei den Kampfpanzern wurde ja unterschieden zwischen den, sage ich mal, sowjetischer Bauart. Ich glaube, es wird kein kurzfristiges Ende des Krieges geben, um es mal so zu formulieren. Und einen kurzfristigen Sieger sehe ich auch nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nachlassen, die richtigen Akzente bei der Unterstützung der Ukraine zu setzen. Würden Sie bei den Kampf Meine Erwartungen sind erstens, dass wir offen und transparent miteinander. Herr Pistorius ist der 11. Verteidigungsminister, den ich in meiner Zeit bei Rheinmetall habe. Und nie hat sich so schnell jemand mit uns treffen wollen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben spezielle Zeiten, wir haben Krieg in Europa.